Hello and good morning. Wir haben Vollmond. Vollmond in den Zwillingen, ja. Es geht um den Verstand, es geht um das Herz. Ich hatte es in der Tagesenergie schon angesprochen. Kopf aus, Herz an. Und wir gucken jetzt mal, was besonders jetzt in der kommenden Woche. Denn da sind die Energien am stärksten. Einige werden es jetzt schon am Wochenende gemerkt haben. Ja, da gab es schon mal so die ein oder anderen Streitereien. Kleinere Nervenzusammenbrüche. Ja, da möchte nämlich etwas Druckentlastung auf dem Herzen stattfinden. Und wenn man dann noch schlecht zu Fuß ist, ja, da kann es auch ein bisschen Krisenstimmung geben. Und das ist so, wenn wir in unsere Emotionen gedrängt werden und nicht mit unseren Emotionen umgehen können. Heidewitzka. Das Herz. Herzvisionen. Das Herz ist ja auch die Liebe. Ja, gar keine Frage. Was haben wir hier noch? Eine Blockade. Ja, da nagt etwas. Da liegst du als Zuschauer, bist die Dame, dein Gegenüber, ganz gleich, ob diese Person männlich-weiblich ist, ist der Herr. Dann haben wir Wachstum hier. Und was braucht das Bäumchen zum Wachsen? Wasser. Und wir haben hier die Transformation liegen, der Abschluss, ein Schockmoment. Mal gucken. Ja, da ist er wieder, der gute Kompass. Und eine hätte ich gerne noch. Das kleine, zarte Kleeblättchen. Leichtigkeit. Ja, die Legung ist natürlich jetzt nicht nur für die kommende Woche, sondern auch für die kommenden 4 Wochen bis zum nächsten Vollmond. Der nächste Vollmond, der hat es auch in sich, wäre dann nämlich Krebs. Ja. Den haben wir dann aber erst wieder, mich dünkt, im neuen Jahr. Ich habe es nicht ganz genau zeittechnisch auf dem Schirm. Oder? Ich weiß es nicht genau. Ich muss da noch mal nachgucken. Doch, nee, die müssten wir dieses Jahr noch haben. Ende Dezember, Weihnachten rum, zwischen Weihnachten und Neujahr. Egal. Wir gucken jetzt erstmal in die aktuelle Energie. Zwillinge, Vollmond. Herz und Verstand, wie gesagt, Kopf an, Kopf aus, Herz an ist jetzt die Devise. Und ich versuche nicht allzu viel über mich zu quatschen, aber ich übernehme keine Haftung dafür, dass ich es nicht doch tue. Wir haben die die 9 der Stäbe auf dem Kopf, Verschlossenheit, Kraftlosigkeit. Energieverschwendung, du bist müde, ja, du weißt, du musst dich öffnen, um hier in die Verwirklichung zu gehen. Ganz gleich, ob es hier um die Familie geht, ja, Familienangelegenheiten, ob es um die Gemeinschaft geht, dazu zählt natürlich auch der Freundeskreis mit bei, oder ob es darum geht, dass du hier in einen Überfluss an finanzieller Fülle kommen möchtest. Du weißt, du musst dich öffnen. Das zieht schon an dir und ist auch wie so ein Druck in dir, der die ganze Zeit schreit. Ich möchte mich gerne verlieben. Und wenn ich jetzt in der Ich-Form rede, dann hat es einfach nur damit zu tun, weil es doofe Gewohnheit. Ja? Ich könnte auch die ganze Zeit sagen, du. Aber du klingt immer so hart. Du willst dies, du willst das, du willst jenes. Ja? Die 9 der Stäbe. Sagt auch, dass du lernen darfst, Menschen zu vertrauen. Du traust den Menschen nicht weiter als von der Wand bis zur Tapete. Ja, das fängt schon damit an, wenn du irgendwie Verantwortung abgeben musst. Ja, wenn du jemanden irgendwas für dich machen lassen musst. Machst es lieber selbst. Ja, du machst lieber selbst die Tür auf, als dir die Tür aufhalten zu lassen. Und deswegen musst du dich öffnen. Und auch in gewisser Weise zu Ende bringen, was angefangen wurde. Du bist gefangen in deinen eigenen Grenzen. Du gibst viel zu schnell auf. Eine Herzöffnung findet immer dann statt, wenn genau das Herz geöffnet werden muss.
Manchmal passiert das durch einen flüchtigen Flirt, der einem zwischendrin mal passiert. Der passiert auch, oder die Herzöffnung, die passiert auch gerne mal durch irgendeinen romantischen Film, den du siehst. Und dann bricht es wie aus Bächen aus dir heraus. Und jetzt hast du schon länger so eine Energie in dir, dass du was möchtest und einen Druck in dir und auch in gewisser Weise eine sehr bedrohliche Energie. Warum bedrohlich? Ganz einfach, weil du anfängst, irrational zu denken. Ist einfach so. Ja? Dein Herz möchte sich öffnen, auch öffnen für die vielen Möglichkeiten, die du hast. Ja, es gibt nicht nur einen Weg, sein Leben zu beschreiten. Es gibt ganz viele Wege. Und das sage ich auch immer wieder. Oh, Entschuldigung, dass ich jetzt von mir rede. Oh mein Gott. Sorry, aber die kleine Klatsche muss sein. Das sage ich auch immer wieder Menschen, wenn sie mich zum Thema Kartenlegen befragen, dann sage ich, ich sehe bei dir zum Beispiel zwei Wege, wie es jetzt potenziell auf jeden Fall weitergehen könnte. Bei anderen Menschen sehe ich vier oder fünf Wege. Und wenn ich eine Kartenlegung mache, dann versuche ich, den bestmöglichen Weg auf jeden Fall zu gehen. Und ja, ich sage auch nicht alles, was ich sehe, weil nicht alles gesagt werden soll. Ja, du kannst einem Menschen nicht eine Bedienungsanleitung fürs Leben an die Hand geben. Das funktioniert nicht. Ein Leben will gelebt werden. Und wenn ich dir erzähle, um 8.30 Uhr Montagmorgen wirst du stolpern und dir wird die Kaffeetasse, deine Lieblingskaffeetasse runterfallen. Wie läufst du den ganzen Tag durch die Valla Pampa? Hältst deine Tasse ganz fest, gehst ganz, ganz langsam und du schaffst nichts mehr. Ja. Ich kann nicht jedem bis auf die Minute genau alles erzählen. Dann würde ich hier wahrscheinlich 3 Millionen Stunden sitzen. Ja. Also, dein Herz hat eine Vision, Herzilein. Du weißt, du musst dich öffnen und du weißt, du musst auch Menschen vertrauen. Und der Grund, warum du nicht vertraust, ist, weil du dich mal in einen Menschen verliebt hast, der es nicht gut mit dir meinte. Ein Mensch, der sehr streitsüchtig, eifersüchtig war. Ein Mensch, der nur auf sich bedacht war, sehr egoistisch. Ein Mensch, der, wie soll ich das am besten erklären? Das ist so ein typischer Pascha. Ja, kommt nach Hause, möchte sein Essen auf dem Tisch haben. Du hast überhaupt nichts zu sagen gehabt. Ja, du warst mehr eine Bedienstete als die Partnerin oder der Partner, und das kann natürlich auch andersrum sein. Ja, wir reden ja meistens, ist ja nun mal auch bei mir so, ich habe 95% weibliche Kundinnen. Und du hast das Thema noch nicht abgearbeitet. Diese Energie, dieser Person liegt noch immer hier. Von diesem rücksichtslosen Menschen. Und du hattest damals immer noch einen Funken Hoffnung, dass du diesen Menschen ändern kannst. Du hast auch immer allen erzählt, ach ja, der wird sich schon noch ändern. Gib mir ein bisschen Zeit. Der wird nicht fremd gehen. Der wird weniger arbeiten. Der wird mehr für die Familie da sein. Das ist das, worauf du gerade schaust. Und da hängt auch immer noch dein Herz fest. Jetzt aber möchte dein Herz ja auch eine Entscheidung treffen für die Verwirklichung. Was kannst du also tun? Dir erstens natürlich bewusst werden darüber, dass das immer noch nagt und dass das der Grund ist, warum du Angst hast, dich zu öffnen. Weiß Gott, du hast diesen Menschen geliebt. Du wärst für ihn durch die Hölle gegangen. Und er hat es dir nicht gedankt. Und dann hast du gesagt, ich öffne nie wieder mein Herz. Für niemanden. Das Problem ist nur, du kannst dein Herz nicht kontrollieren, Liebelein. Kannst du nicht. Das kann niemand. Es wird immer wieder Momente geben, wo wir vermeintlich schwach werden. Aber wie habe ich es in der Wochenbotschaft, ich glaube, das war in der Wochenbotschaft, wo ich ja so viel über mich gesprochen habe,
habe ich ja gesagt, ich vergleiche Emotionen oder auch Wasser, ne, ist ja nun mal das Wasser im Tarot, die Kelche. Ich habe den Vergleich mit einem Glas gemacht und Wackelpudding. Ja? Wasser kann sehr zerstörerisch sein, aber Wasser, wenn du in ein Wasserbecken mit einem Messer reinstichst, was passiert da? Gar nichts. Du siehst es nicht. Wenn du aber mit einem Hammer auf eine Glasschale raufhaust, was passiert? 10 Millionen Teile. Wenn du in deinen Emotionen bist und mit deinen Emotionen konform gehen kannst, dann bist du nicht verletzbar, dann bist du selbstschützend. Dann wärst du so ein bisschen wie der Bär in die Lennys. Ja, der Bär ist stark, ist mutig, ist selbstschützend, ist jemand, der ja, seinen Emotionen vertraut und auch seine Emotionen schützt. Das heißt aber auch, dieser Mensch lebt seine Emotionen. Wir gucken mal rauf. Eine weitere Karte. Ach ja, jetzt haben wir hier schon echt das große Ding liegen, die 10 der Kelche. Heißt natürlich auch, dass du wieder wunschlos zufrieden sein willst. Wirst. Ja, das, was nagt, ist diese alte Beziehung. Es kann auch durchaus sein, dass der eine oder andere gerade noch in so einer Beziehung drinsteckt. Dann hätten wir hier auf jeden Fall das Ende liegen und auf zu neuen Wegen. Ja. Die 10 der Kelche sagt aber auch, dass du, wenn du in deinem Gefühl bist, in deiner Ganzheit bist. Und dass du auch dann in deiner emotionalen Sicherheit bist. Und auch hier möchte wieder die Herzöffnung stattfinden, beziehungsweise für den einen oder anderen vielleicht auch die Herzerweiterung. Ja? Hier liegt die ganz große Liebe auf dem Tisch. Und die kannst du wieder haben. Ich sag das in letzter Zeit tatsächlich sehr oft. Wer außer du selbst hält dich davon ab, sich zu verlieben? Niemand hält dich davon ab, dich zu verlieben, außer du selbst. Und ich sage es auch momentan wirklich sehr, sehr oft, nur weil du mal einen Menschen geliebt hast, ja, und das nicht so gut ausging in dem Fall oder aktuell nicht gut ist, heißt es nicht, dass du nicht wieder lieben wirst. Beziehungsweise, dass dieses Gefühl von Liebe, was du erfahren hast, nicht wiederkommt. Du entscheidest das. Ja, du ganz allein. Ich hoffe, das war jetzt tief genug. Wenn es euch nicht tief genug ist, sagt bitte Bescheid. Dann wühle ich das nächste Mal noch tiefer. Aber dann machen wir hier 3 Stunden Legung. Das ist klar, ne? Das Ass der Schwerter. Ein Durchbruch, ein Aha-Moment wird in den nächsten 4 Wochen reinkommen. Da macht's Klick. Ja, da scheppert es ordentlich im Karton und ich sage immer, Ass der Schwerter, vor allen Dingen auch in der Kombination mit einer Personenkarte, ist ein Durchstoßen des Verstandes. Und ihr wisst ja, was ich immer sage zum Verstand, wir haben ein Krönchen, ja, unser Kronenchakra, wenn man das mal so genau betrachtet. Wenn ich Energiearbeit mache, habe ich auch sehr oft das Problem, dass ich bei den vielen durchs Kronenchakra nicht durchkomme. Das heißt, ich suche mir einen der anderen Chakrenpunkte und arbeite mich dann von denen, wo ich leichter durchkomme, erstmal nach oben durch zum Krönchen, um dieses aufzubrechen. Weil wenn wir unser Krönchen mit Regenwolken verbarrikadieren, erstens sind wir dann, ich vergleiche es gerne wieder, ich glaube, ich habe es auch in der Wochenbotschaft gesagt, mit einem Dampfkessel. Wir haben Überdruck, ja, es kann nichts raus. Es kommt aber auch aufgrund der eigenen geschaffenen Regenwolken überhaupt keine Sonne in uns rein. Ja, wir können weder selber strahlen. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich kenne es sehr, sehr gut. Es gibt unglaublich schöne Menschen, rein äußerlich, aber mit einem hässlichen Charakter. Und die sind dann auch für mich hässlich. Ich sehe diese Menschen als hässlich an. Und wenn man nicht strahlt, dann kann man noch so sehr versuchen, sich eine Maske aufzusetzen.
man wird es durchschauen. Und das Problem ist, Menschen, auch unbewusst, auch wenn sie nicht spirituell sind, die nehmen das wahr und halten Abstand. Selbst wenn du mit dem breitesten Fake-Grinsen durch die Weltgeschichte läufst, die Menschen halten Abstand, weil es einfach nicht ehrlich ist, weil es nicht aus deinem Inneren herauskommt. Ja. Und hier zeigt sich noch die fehlende Bereitschaft für Neues in den nächsten 4 Wochen. Ja. So ein bisschen Weltfremdheit. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass du dich abgekapselt hast. Und diese Weltfremdheit oder die Welt per se ist ja nicht nur Luft, ja, oder Erde oder Feuer, sondern halt auch Wasser. Und ich glaube, Herzelein, bei dir gab es lange kein Wasser mehr. Es passt auch wunderbar, zumindest bei uns im Norden hier gerade, auf das aktuelle Wetter. Es gibt viel Wasser von oben. Und Wasser reinigt, ja. Ich empfehle auch immer jedem, wenn ihr duschen geht, und duschen ist dafür tatsächlich am besten geeignet, gebt eure Negativität ans Wasser ab. Dann landet es nämlich auch direkt da, wo es hin soll, in der Kanalisation. Ja, sage ich auch immer, wenn ihr Salzgläser macht, direkt ins Klo schmeißen. Also nicht das Glas, aber das Wasser, Salzwasser. Und gebt es dahin, wo es hingehört und haltet es nicht in euch fest. Also ein durchbrechender Moment für Reinigung, Befreiung, für Erlösung, Aufstehung. Das Gericht. Die Transformationsenergie, ja, Ausgleich der Polaritäten, wieder in die goldene Mitte kommen, ne? Ablösen von der Vergangenheit, dir selbst vergeben, dem anderen Menschen vergeben dafür, dass er dich dahin gebracht hat. Aber sei dir bewusst, nur starke Seelen können heftige Sachen durchleben, das ist so. Heißt für mich auch in dem Fall, weil du es hier sehr lange mit so einem egoistischen ausgehalten hast oder auch immer noch aushältst, dass du eine sehr hohe Toleranzgrenze hast und sicherlich nicht dein erstes Leben auf dieser Welt ist oder im Weltlichen ist, sondern du wahrscheinlich schon so 1200 hinter dir hast. Ja, sonst hättest du dir diese Lektion für dieses Leben nicht ausgesucht. Das Gericht ermutigt dich auch, in die Selbstverwirklichung zu gehen und absolute Transparenz dir gegenüber zu haben und natürlich auch, ja, dem Ruf deiner Seele zu folgen. Und dem Ruf deiner Seele kannst du natürlich nur folgen, wenn du in der Seele bist. Schatzi, oh, Katerli. Also ein durchbrechender Moment. Und vielleicht ist es auch tatsächlich der Durchbruch, wenn du vor Gericht, macht man das vor Gericht, die Scheidungspapiere unterzeichnest? Ja? Ist das der Durchstoß, den du benötigst, um endlich abschließen zu können? Und das ist ja ganz oft der Fall, ne? Dass Menschen sich trennen und vielleicht noch jahrelang verheiratet sind, weil keiner die Scheidung einreicht. Hier gibt es eine Entscheidung, hier gibt es Klarheit, hier gibt es Wahrheit und die Scheidung. Das ist so. Ja, damit du endlich wieder in die Welt kommst. Wir gucken aufs Bäumchen. Was bekommt das Bäumchen? Was ist hier Wachstum? Was ist Stabilität? Ein Baum wächst natürlich langsam. Also das ist jetzt nichts, was innerhalb von 4 Wochen wächst. Vielleicht keimt, ja. Schnellere Entscheidungsfindung. Ja, du bist wieder frei, ne? Auch wenn du noch ein bisschen Angst davor hast, vernünftige Entscheidungen zu treffen, ja, dennoch bist du in gewisser Weise wieder frei, weil du dich hier erlöst von dem, was dich tatsächlich stört. Erlösung ist erstmal die Druckentlastung. Ja, eigentlich ist das hier so eine Turmenergie. Druckentlastung, Zerstörung, Befreiung. Das Krönchen ist wieder aus oder der Hauptdruck ist erstmal weg. Und was mache ich immer, wenn ich Energiearbeit mache?
Wenn ich das Krönchen durchstoßen habe, kann ich nämlich wunderbar auch die Energie vom Universum nutzen, um die restlichen Chakren aufzubrechen. Macht es mir tatsächlich leichter, mich von oben einmal nach unten durchzuarbeiten. Du überwindest hier dein Mangelbewusstsein mit den 5 der Münzen, vielleicht sogar eine finanzielle Krise, die du hattest die ganze Zeit. Die 5 der Münzen auf dem Kopf ist das Ende der schweren Phase. Ja, du bekommst hier neuen Mut und es verändert sich alles zum Besseren. Warum verändert es sich zum Besseren? Auch wenn sich vielleicht im Weltlichen bei dir nichts ändert. Kein neuer Job, keine neue Klamotte, kein neues irgendwas, kein neuer Partner, Partnerin, whatever. Warum verbessert sich das? Weil sich deine Stimmung verbessert. Und plötzlich ist das Leben gar nicht mehr so grau und traurig und trist und du bist nicht mehr so lustlos. Das ist das, was sich verändert. Deine Sicht auf die Dinge verändert sich. Und das ist das, was du an Wachstum hier generierst, langfristig. Wie gesagt, es verändert sich im weltlichen Nichts, aber du betrachtest das plötzlich anders und du läufst wie ein neugeborener Mensch durch die Weltgeschichte. Wie ein neugeborener Mensch. Natürlich kommt hier ein bisschen das Ego zum Tragen und du denkst dir so, ja, jetzt bin ich dran. Das ist doch gut. Mach das. Geh auf die Pirsch, geh auf die Jagd. Schnapp dir das, was dir lieb und teuer ist. Klaue niemandem etwas, ja, das ist wichtig, aber mach dein Ding. Nimm nicht nur das, was nötig ist, sondern nimm das, was möglich ist. Du entwickelst hier auf jeden Fall neue Strategien. Ja, sowohl mit dem Ritter der Schwerter als auch mit den 7 der Schwertern bist du in einer sehr strategischen Energie. Aber weil du nicht mehr im Mangel bist, gehst du auf die Pirsch. Stabkönig steht ja für jemanden, der... Ja, es ist eine Energie des Anfangs. Und wir haben hier auch noch den Eremiten, die Energie der Innenschau. Ich frage mal rein, ist der Stabkönig jemand Neues? Der Magier fällt hier aber leicht auf den Kopf. Der Magier ist ein Vielleicht. Ich hätte gerne noch eine zweite Karte zum Stabkönig. Freude und Genuss. Das Ding ist, warum dieser Mensch ein Neuer in deinem, also neu ist er auf jeden Fall in deinem Leben, aber warum, ich hätte wahrscheinlich die Frage anders stellen sollen. Jetzt muss ich kurz überlegen, einen Moment. Ich muss kurz meine Wörter sortieren. Da kommen gerade schon wieder so viele Informationen rein. Ich versuche das jetzt mal am einfachsten zu erklären, wenn meine Spirits mal kurz ihre Klappe halten würden. Dieser Mensch triggert dich hart in deiner alten Partnerschaft oder wegen deiner alten Partnerschaft. Du fängst ja gerade erst an zu durchstoßen und dementsprechend natürlich auch zu arbeiten. Ja, und wie sage ich immer, Verbindungsprobleme lösen sich nur in Verbindungen. Du darfst ja wieder lernen, jemandem zu vertrauen, den Menschen um dich herum zu vertrauen, deinem Herzen zu vertrauen, die erlauben, dich zu verlieben. Und der Magier auf dem Kopf sagt, hier ist so viel ungenutztes Potenzial. Ja, hier ist noch dieses Unverbundenheit mit dir selbst drin, dieses... unorganisierte, eine absolute Chaos-Energie. Aber das ist Transformation. Transformation ist Chaos. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die Innenschau hier gefallen mit dem Eremiten.
Ja, Selbstfindung, Wahrheit, Klarheit finden. Vielleicht auch mal wirklich nur eine Runde meditieren, mit dir allein sein und dich auf deine innere Weisheit konzentrieren. Weil es ist ein bisschen der Realitätscheck. Wir haben hier Freude und Genuss drauf liegen. Nach einem Erfolgserlebnis. Ja, das ist so, wie gesagt, du hast irgendwas fertig und dann freust du dich darüber. So ist es bei mir immer, wenn ich eine Kartenlegung fertig habe. Dann mache ich immer einmal so, juhu, geschafft. Ohne Witz, ist echt so, mache ich immer. Oh nein, ich rede schon wieder zu viel von mir. Und hier hast du ein Erfolgserlebnis. Und da ist das ungenutzte Potenzial. Deswegen kann dieser Mensch vielleicht, wenn du es jetzt hier schaffst, in diesem Gefühl zu bleiben, von Entspannung, von Erfüllung, kann dieser Mensch dein neuer Partner sein? Oder Partnerin? Ja, wie gesagt, kann. Wenn du dein Potenzial erkennst. Und natürlich auch das Potenzial der Gelegenheit. So, was kannst du natürlich aktiv tun, um zu gucken, hat das ganze Ding Potenzial? Diese Menschen kennenlernen. Und vielleicht sogar dich ein bisschen neu kennenlernen. Ja? Deine gefühlvolle Seite neu kennenlernen, deine Intentionen auch neu kennenlernen, weil der Magier auf dem Kopf sagt auch, fragliche Intentionen, was möchtest du? Ja, natürlich ist hier auch wieder die Ego-Energie noch ein bisschen drin, ja. Du gehst auf die Pirsch und du bist hier relativ schnell erfolgreich und lernst jemand Neues kennen. Und dann haben wir hier auch nochmal Freude und Genuss liegen mit den 6 der Kelchen. Allerdings auch eben wieder die Karte der Vergangenheit, der Erinnerungen, der alten Träume, der Sehnsucht nach Vertrautem und ein kleines bisschen gerade in der Kombination auch diese Flashback-Energie. Es ist hier gerade Chaos. Und dieses Chaos möchte aufgeräumt werden. Du darfst wirklich schauen, was ist jetzt dein Interesse an diesen Menschen? Möchtest du diese Menschen wirklich näher kennenlernen oder ist es halt, wie meine liebe Lu immer nur sagt, einfach nur sexuelles Interesse? Schengele-Mengele. Ja? Ein bisschen Bim-Bam, Kling-Klong, whatever. Wir müssen ja hier noch ein bisschen auf die Worte achten. Oder möchtest du mehr mit diesen Menschen oder näher, dich näher auf diesen Menschen einlassen. Und natürlich auch, dass dieser Mensch sich näher auf dich einlässt. Das ist hier diese Energie im Chaos, die dich hinterfragt. Deswegen heißt es hier, was leuchtet in dir? Was ist wichtig? Ja, was ist deine Wahrheit? Was möchtest du mit diesem Menschen? Möchtest du nur dein Ego befriedigen und sagen, yay, na, ich rammel alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist? Oder kannst du dir mehr damit vorstellen? Ja, lässt du es ein bisschen entspannter angehen. Was ist der neue Weg, liebes Universum? Auf jeden Fall ist der neue Weg raus aus diesem mentalen Kopfchaos. Du umorientierst dich. Raus, weg von jemandem, der zu kontrolliert, zu starr war, zu missbräuchlich war, zu verantwortungslos war. Das heißt, wir haben hier diese Verbindung noch zu diesem alten Partner, Partnerin, zu dieser sehr toxischen Person. Die zeigt sich hier. Dieser Mensch liegt noch in deinem Kopf, auch energetisch in deinem Kopf, gar keine Frage. Du wirst noch ein bisschen länger brauchen, um das Ganze zu verarbeiten. Aber wie sage ich immer so schön, man kann das Negative mit dem Positiven wieder aufwiegen. Ja, Plus und Minus ergibt 0. Und irgendwann wird es halt auch wieder positiver. Ja, Stück für Stück, langsam wachsen. Ja, und dann haben wir hier die Leichtigkeit mit dem Klee auch noch liegen. Frühlingserwachen, Leichtigkeit. Der Hierophant. Es ist Zeit, jetzt ein neues Kapitel zu schreiben, neue Dinge zu lernen, kennenzulernen. Ja, kennenlernen ist ganz, ganz wichtig. Dich selbst kennenlernen, dich selbst weiterentwickeln, ausbilden,
eine positive, weil wir ja nun mal das Thema Beziehung hier haben und Liebe hier haben, einfach auch eine harmonische, positive Beziehung zu führen. Auch das ist wichtig. Wie gesagt, das Positive, was du jetzt ja auch entscheiden kannst. Ja, bis wo ist deine Schmerzgrenze? Was ist für dich positiv? Wie kannst du aktiv natürlich auch mit deinem potenziellen neuen Partner hier die Beziehung so gestalten, dass sie dir gefällt? Dich mit einbringen. Du sein. Paradigmenwechsel, sagt der Hierophant. Raus aus alten Ansichten und neue schaffen. Der Ritter der Kelche. Es ist hier wirklich noch ein bisschen schwierig, ne? Was hat sich hier umgedreht? Es ist noch ein bisschen schwierig. So ganz möchte es noch nicht fruchten bei dir. Du glaubst dem Glück einfach nicht. Du vertraust dir auch nicht. Auch das sieht man hier ganz eindeutig. Der Kelchritter auf dem Kopf heißt, dass negative Emotionen noch immer deinen Fortschritt blockieren. Ja. Und die drei der Münzen ist einfach Unzufriedenheit. Unzufriedenheit, Verschwendung der Ressourcen, ja, das ungenutzte Potenzial zeigt sich hier noch in gewisser Weise, beziehungsweise Potenzial wird einfach verschwendet. Und du vertraust deinem Partner nicht. Genau dieses Thema Vertrauen ist aber das, was hier geheilt werden möchte. Der Weg der Heilung. Und ich kriege gerade so dieses Ding rein, dass du noch nicht mal einer ehrlich gemeinten Umarmung vertraust. Wenn dieser neue Mensch dich wirklich mal richtig herzlich umarmen würde, dann würdest du wahrscheinlich die Nummern oder die Zahlen zählen und hoffen, dass er schnell wieder loslässt. Diese Nähe, die kannst du aktuell nicht zulassen. Einfach dieses Gefühl, wertgeschätzt zu werden. Und selbst wenn hier jemand ist, der dich anhimmelt und dir die Sterne vom Himmel holt, dann würdest du das nicht als Wertschätzung ansehen können. So krass hat dich das hier mit diesem Menschen zerstört. Oder du, ja, zerstört, sagen wir es einfach mal so. Und du hast so dermaßen dicht gemacht, dass du selbst eine wirklich ernst gemeinte, herzliche Umarmung nicht als schön empfinden würdest. Da wartet ein ganzes Stück Arbeit auf dich. Das ist ein Batzen. Das ist aber dennoch lösbar. Die Frage ist jetzt, was machst du? Wie schaufelst du den Berg am besten weg? Holst du die Hilfe? Ja, Werkzeuge, einen fetten großen Bagger? Oder nimmst du dir einen kleinen Teelöffel? Oder sogar, wenn du es ganz schwer haben möchtest, eine Gabel. Das ist völlig egal. Ja, mit welchem Werkzeug und auch potenziell mit wem du diesen Berg wegschaffst. Letztendlich musst du ihn aber wegschaffen, ansonsten schiebst du ihn immer weiter vor dir her. Was passiert, wenn man so einen Haufen, wir haben ja bald Winter, man kann es vom Schnee ganz gut sehen, wenn du mit so einer Schneeschaufel den Schnee wegschiebst, was passiert damit? Der Schneehaufen wird immer größer und irgendwann kommst du nicht mehr vorwärts. Und so ist es auch mit einem Sandhaufen. Der wird immer größer, immer größer, immer größer und irgendwann kommst du gar nicht mehr vorwärts. Deswegen gut, dass wir diese Legung hatten. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Es ist zwar ein Riesenberg, aber es ist kein Berg, der so riesig ist, dass du es nicht schaffst, ihn abzuarbeiten. Ich habe das Gefühl,
Ich soll noch zwei Karten von den Nannies haben. Zumindest schreien meine Jungs gerade im Hintergrund, bitte noch zwei Karten, Cheyenne. Dann machen wir das auch. Konflikte rausfegen. Die Besen des Universums, die Routen, sind rausgefallen. Und da ist dein Schiff. Eins und eins. Zwei Routen, zwei Personen, die miteinander diskutieren. Und das Schiff steht aber auch für deine Sehnsucht. Und worauf fährt so ein Schiff? Auf Wasser. Das heißt, jetzt wird hier aufgeräumt. Wird leer gefegt, liebe Seele, damit du zu deinem Schiff kommst und dich auf deine Seelenreise begeben kannst. Ja, gib dich dem Willen des Kosmoses hin, sagt der Gehängte. Denn dein Wunsch soll in Erfüllung gehen. Deine Sehnsucht. Jetzt geht es darum, auch zu erkennen, Schein und Sein. Ja, keine Ressourcen mehr verschwenden, keine Energie mehr verschwenden, sondern das, was auch wirklich da ist, als da anzunehmen. Und nicht etwas daraus zu machen, was es nicht ist. Und wenn dich jemand, auch wenn du diesen Menschen noch nicht wirklich kennst und dieser Mensch kennt dich noch nicht wirklich, dich wirklich ehrlich in den Arm nimmt, dann nimm diese Umarmung an. Weil diese Wärme, die darüber transportiert wird, die bringt dich, kleinen Eisblock, auch zum Schmelzen und sorgt dafür, dass die harte Schale ein bisschen angeknackst wird. Das heißt auch, du wirst empfänglicher für neue Impulse von außen. Ja, und du hast nicht mehr ganz so die Gefahr, dass du über dein Krönchen alles blockierst, weil wir haben auch vier Gliedmaßen. Und über die kann man auch Energien abgeben. Jede Umarmung ist Energieaustausch. Und deswegen, wenn ich jemanden umarme, meine ich das immer ernst. Denk da dran. Mit der Mäßigkeit findet Dualität und Verschmelzung statt. Finde deine goldene Mitte und stelle dich der Herausforderung, dieser Kraftprobe. Nutze die Chaosenergie. Nutze den Sturm, der in dir tobt. Es ist Energie, um vorwärts zu kommen. Was eine schöne Legung. Ich fand sie schön. Mir ist das egal, was alle anderen darüber denken. Ich bin da ehrlich, ne? Ich lege, weil es mir Spaß macht. Wenn jemand möchte, und dann bin ich auch ganz ehrlich, dass ich eine Legung mache, die so ist, wie diese Person das möchte, dann muss man mich dafür bezahlen. Ja, dafür sind die privaten Legungen da. Und selbst da lege ich nicht das, was man möchte, in Anführungszeichen. Ich frage natürlich immer, hast du Fragen ins Universum? Da schaue ich rauf. Ob ich eine Antwort bekomme, ist eine andere Thematik. Aber ich hau da auch auf den Tisch, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also bei mir gibt es hier keine Speicherleckereien. Also wer hier erwartet, ich komme hier mit einem goldenen Blümchen an, hat, nee, dann bitte bei mir nicht buchen. Die grüne Rose. Grün ist die Farbe des Herzens und wird mit der Heilung und Natur in Verbindung gebracht. Die grüne Rose zeigt dir, dass du auf dem Weg der Heilung und des Wachstums bist. Gib nicht auf. Ja, Wachstum, Heilung. Der richtige Weg. Und der richtige Weg ist gespickt mit Triggern. Das ist so. Ja. Skorpion, Vollmondenergie, Symbol für Tod und Wiedergeburt. Du hast nun die Chance, alte Muster und Energien abzuschütteln und Raum für Neues zu schaffen, auch wenn Herausforderungen und Konflikte dich tief in deine Urängste treiben. Erleuchtung und Durchbruch erwartet dich.
Ich bekomme gerade Gänsehaut. Es ist eine wunderschöne Resonanz vom Orakel hier auf die Legung. Und als letztes die Schnecke. Symbol für Ruhe, Gelassenheit und Einfachheit. Die Schnecke bewegt sich langsam und methodisch voran, was ihr eine starke Verbindung zu Langsamkeit und Geduld gibt. Frag mich nicht, Leute, was mich da geritten hat, als ich das geschrieben habe. Wenn ich die Karten neu mache, dann schreibe ich das um. Finde diese Ruhe und Gelassenheit in dir und wisse, dass Wachstum zu jeder Zeit passiert. Eile mit Weile. Ich würde sagen, es ist alles gesagt. Hier ist eine klare Message drin. Jemand, der dich verletzt hat, hängt immer noch in deiner Energie fest. Du hältst dich selbst in Fesseln. Und da darfst du jetzt rausgehen. Ja, der Dampfkessel macht Zeit für Druckentlastung und Zeit für neue Gefühle, für neue Liebe und Zeit, dich auch komplett selbst zu hinterfragen. Bist du noch der Mensch, der du vor 20 Jahren warst, oder darfst du dieses alte Ego jetzt hinter dir lassen und einfach der Mensch werden, sein, der du eigentlich bist? Denn du bist nämlich ganz besonders liebenswert. Verwehre dir nicht die Liebe. Die gehört zu dir. Ja? Ich wünsche dir viel Spaß.